der gute Mut hinein. Schon, Herr Direktor, Frau Dümow muss den neuen Vertrag unterschreiben. Richtig. Los, kommen Sie. Das haben Sie mir schon einmal gesagt, Herr Schramm. Ich verlange Präzision von Ihnen. Sie als dritter Kapellmeister sind mir dafür verantwortlich. Ganz recht, Herr Direktor. Herr Boringer. Weiß schon. Tisch für Herrn Direktor Neumann im Astoria. Geben Sie doch endlich zu, dass Sie in die Dümow verliebt sind. Natürlich bin ich in Adrienne verliebt. Nein. Moment, Moment. Nur platonisch. Unsere Beziehungen sind rein geschäftlicher Natur. Das ist sehr vernünftig in Ihrem Alter. Moment, Moment, was hat das in diesem Fall mit Alter zu tun? Nur ein Dummkopf kann sich einbilden, bei Adrienne eine Chance zu haben, wie zum Beispiel Sie. Aber ich bin doch noch gar nicht in Sie verliebt. Aber in spätestens einer halben Stunde werden Sie sein. So. Und warum soll ich keine Chance bei ihr haben? Ich bin Adriennes Rechtsanwalt und als solcher habe ich eine Schweigepflicht. Na ja, aber unter Kollegen. Eben. Und als Rechtsanwalt sollten Sie das verstehen. Ja, der Vertrag ist in Ordnung. Und die Klausel? Andere Seite, Herr Direktor. Ist Frau Dümow schon fertig? Frau Dümow ist längst fort. Aha. Was heißt fort? Wie ist sie denn herausgekommen? Über die Feuerleiter, Herr Direktor. Boringer! Weiß schon. Tisch im Astoria abbestellen. Den Wagen für Herrn Direktor Neumann, bitte. Du bist mir doch nicht böse, dass ich meinen Kollegen Götz aus Hamburg mitgebracht habe. Aber keine Spur. Du weißt doch, Rechtsanwälte sammle ich geradezu. Man kann nie genug davon haben. Moment mal, schon wieder ein Prozess? Mhm. Worum geht's denn diesmal? Neumann besteht auf seine Option. Er will, dass ich den Vertrag für das nächste Jahr unterschreibe. Da hat er recht. Wieso hat er recht? Wenn du einen Prozess hast, hat immer der Gegner recht. Wohin fahren wir denn? Keine Ahnung. Also, wohin fahren wir? Ja, ausgerechnet ich soll das wissen. Ich denke, ihr seid hier in München zu Hause. Das ist wieder typisch männlich, immer genau wissen zu wollen, wohin es geht. Wir ziehen durch alle Lokale, doch wir
bleiben nur, wo es uns gefällt. Wir tanzen zum hundertsten Male. Ein Walzer, mit der schönsten von allen im Saale. Denn heute gehört uns die Welt. Ich habe viel reizende Abende erlebt, aber so bezaubernd wie Sie. Nein, also wirklich, es... Noch was sagen Sie? Wo ist denn der Schmidt? Wahrscheinlich verschwunden, das kenne ich schon an ihm. Sobald er bemerkt, dass er beschwipst ist, benutzt er die erste Gelegenheit, um zu verschwinden. So, ja. Ja, dann sollte ich wohl auch lieber, oder? Ich möchte noch einen Mokka trinken. Machen Sie ein bisschen Musik, ich bin gleich wieder da. Gern. Wie heißt dieses Lied? Es hat noch keinen Namen. Es ist doch gar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Bewundernswert, mit welcher Geschicklichkeit es Ihnen gelungen ist, ganz unauffällig in meine Nähe zu kommen. Gleich werden Sie, wie aus Versehen, natürlich Ihre Hand ganz leicht auf meinen Fuß legen. Und bitte bleiben Sie. Wenn es soweit ist, habe ich ja immer noch die Möglichkeit, meinen Fuß ebenso unauffällig zurückzuziehen. Wie benehmen sich eigentlich andere Männer in meiner Situation? Das ist ganz verschieden. Die meisten warten, bis Tanzmusik kommt und dann fragen sie, wollen wir nicht ein wenig tanzen? Oder? Aber das sind die dümmsten. Oh. Sagten Sie etwas? Nein. Und dann gibt es die männlichen, die stattlichen Herren, die unwiderstehlichen. Die halten die Frauen für so etwas wie einen verschlossenen Schrank, der ein wenig klemmt. Sie versuchen es mit Gewalt. Was, und so etwas hat Erfolg? Bei mir nicht. Na Gott sei Dank. Das würde auch gar nicht zu Ihnen passen. Sie meinen, das wäre Ihnen auch zu anstrengend. Bisschen Zucker? Danke. Ja, und dann gibt es die Bildhauer. Die Bildhauer? Ja, die Bildhauer. Für Sie ist das angebetete Weib nur Ton, der darauf wartet, geformt zu werden. Natürlich von Ihnen geformt. Danke. Die Bildhauer scheinen auch nicht Ihr Typ zu sein. Nicht unbedingt. Da werden mir schon eher die Bernhardiner gefährlich. Die was? Die Bernhardiner mit den treuen Augen. Sie liegen einem zu Füßen und warten, bis man auf den Einfall kommt, sie zu streicheln. Und wie würden Sie mich einreihen? Sie? Sie sind ein Sonntagsjäger? Schießt jedes Wild, das ihm vor die Flinte kommt, aber ganz ohne weidmännische Grundsätze. Na. Das scheint ja etwas ganz Minderwertiges zu sein. Viel wert ist es nicht. Dann bin ich lieber dumm als minderwertig und schlage vor, dass wir ein bisschen tanzen. Da haben Sie recht. Du hast keinen Blick für mich,
ausgerechnet du. Doch es wäre ein Glück für dich, schautest du mir zu. Denn in meinen Augen kannst du lesen, ich hab dich so lieb. So ist seit dem Augenblick gewesen, seit ich dir mein Herz leider ganz verschrieb. Du hast keinen Blick für mich, ausgerechnet du. Bin ich wirklich Luft für dich? Wie komm ich dazu? Fürchtest du den ersten Kuss und was dann weiter folgen könnt? Glaub mir, was dann kommen muss, ist das Happy End. Es ist wirklich ein Vergnügen, mit dir zu tanzen. Eine ausgezeichnete Taktik, Herr Doktor. Erst duzt man sich beim Lied und dann bleibt man dabei. Lässt sich die Dame, die man erobern will, gefallen, ist das erste Fort schon genommen. Haben Sie etwas dagegen einzuwenden? Oh, bitte, bitte, du kannst ruhig du zu mir sagen. Beim Theater ist man das so gewöhnt. Das sind wir wieder nicht gewöhnt. Ach, ich glaube, es wird langsam Zeit, schlafen zu gehen. Ja, ich glaube, ich bin etwas lang geblieben. Bitte, wie komme ich von hier in mein Hotel? Zu Fuß. Ja, kann man denn keine Taxe bekommen? Doch, aber erst morgen früh. Morgen? So. Und wie weit ist es zu Fuß? Och, sogar ein Sonntagsjäger schafft es in anderthalb Stunden. In anderthalb? Aber ich sag dir was, da steht eine Couch. Du kannst ja hier schlafen. Hier? Ja. Vielen Dank. Oh, bitte, bitte. Du bist wirklich mit allem versorgt. Das bin ich. Gute Nacht. Was machst du denn hier? Das siehst du doch, ich rasiere mich. Und wann bist du denn gekommen? Vor ein paar Minuten. Und da wir morgen so früh weg wollen, ist es doch bequemer, wenn ich hier schlafe. Hast du dich gut amüsiert? Ausgezeichnet. Ja, fein. Ist ja fein. Ich habe noch nie gehört, dass jemand es fein findet, wenn seine Frau mit anderen Männern sich amüsiert. Aber ich kann doch nicht verlangen, dass du immer zu Hause sitzt. Und das alles nur wegen deiner fixen Idee. Welcher fixen Idee? Dass niemand von uns etwas wissen soll. Das ist keine fixe Idee. Was denn sonst? Und meine Angst ist dir vollkommen gleichgültig. Aber Liebling, du brauchst doch keine Angst zu haben. Ich habe keine Angst um dich, sondern um mich. Also das verstehe ich nicht. Na ja, was ist denn, wenn ich dich wirklich einmal betrüge? Hm? Aber Liebling, das habe ich dir doch verboten. Verboten? Erinnerst du dich nicht? Schrei nicht so, er ist noch da. Wer?
Ein Dr. Goethe aus Hamburg. Er schläft heute Nacht bei uns. Ich habe ihm von dir einen Pyjama gegeben. Das ist gut, dann erkältet er sich nicht. Du, aber um 5 fahren wir weg. Jetzt hast du mir meinen ganzen Plan verdorben. Welchen Plan? Na ja, ich wollte, dass du ihn morgen früh hier findest und endlich einmal eifersüchtig wirst. Wieso? Was hast du denn mit ihm vorgehabt? Gar nichts. Da hätte ich ihn doch ruhig hier finden können. Mach dich fertig, wir fahren gleich. Warum denn auf einmal? Jetzt hast du mich richtig misstrauisch gemacht mit deiner dummen Rederei. Wirklich? Los! Ich mag nicht mit diesem Kerl unter einem Dach schlafen. Wie die Zeit vergeht. Eine Stunde nach der anderen, ein Tag nach dem anderen, ein Jahr nach dem anderen. Ach, ist das ein schöner Tag. Au, verdammt doch mal, jeden Morgen ist es dasselbe, die Birne fangst du. Weißt du, Herzchen, ich habe dich ausschlafen lassen, weil ich mir gesagt habe, dass du heute Nacht sicher lange gearbeitet hast. Was ist denn, Kind? Du lässt mich reden und bist gar nicht da? Doch, doch, sprich nur ruhig weiter. Aber damit du gleich Bescheid weißt, ich habe nicht die ganze Nacht gearbeitet, sondern wieder bis 3 Uhr früh auf dich gewartet, meine liebe Tante. Sag doch nicht immer Tante zu mir, ich bitte dich. Das mag ich gar nicht gern hören. Sag doch Amanda zu mir, wie Adrienne es tut. Außerdem bist du sehr im Irrtum, mein liebes Kind, denn 3:10 lag ich bereits im Bett. So, und wo warst du bis 3:10? Ach, bei Bekannten. Du willst wohl sagen, mit Bekannten in der Rio-Bar. Du, in der Rio-Bar ist eine neue Tanzkapelle. Fantastisch, sage ich dir. Und einen Eintänzer habe ich kennengelernt. Alfonso. Du, der hat eine Figur wie der da. Ach, Johannes. Ja. Und einen neuen Rasperschritt hat er mir beigebracht. Ganz süß. Also pass mal auf so. Hoppla. Ich sehe schon, ich werde dich von dem schlechten Einfluss Adriens nie befreien können. Apropos Adrienne, ich habe hier einen Brief von deiner Schwester bekommen. Wie mich das freut. Liebe Amanda, heute ist mein erster Ferientag. Und wenn ich dir nicht gleich schreibe, wird nie etwas daraus. Ach, es interessiert dich wohl gar nicht, was sie schreibt. Frag nicht so dumm, Amanda. Du weißt ganz genau, dass mich das nicht interessiert. Fridolin! Diese kleinen Eier, fang mir das nicht schon wieder an. Du hast schon sehr schöne große gelegt. Du kannst es. Du? Und wenn du dich nicht besserst, dann so, marsch in den Garten. Also, Juliane, so geht das nicht weiter. Es muss anders werden. Schließlich seid ihr doch Schwestern, sogar Zwillingsschwestern. Das ist ja nicht meine Schuld, sondern Mamas oder Papas. Ich weiß da nicht so genau Bescheid. Ich verstehe dich gar nicht. Adrienne schreibt so nett von dir. Sie schreibt nett von mir und ich rede schlecht von ihr. Dann ist ja alles in Butter. Nein, es ist nicht in Butter. Gib die Butter her. Lassen Sie es gefälligst in Ihren eigenen Erdbeeren weiden. Wie hat die Sache denn nun eigentlich angefangen? Ich bitte, meine Verspätung zu entschuldigen, Herr Amtsgerichtsrat. Ich war noch in einer anderen Sache aufgehalten worden. Bitte sehr. Was haben Sie denn da für einen Verband? Was nur für die Richter? Herr Amtsgerichtsrat, es kann natürlich gar keinem Zweifel unterliegen, dass mein Mandant in gröbster Form geschädigt wurde und dafür Schadenersatz fordern kann. Der Einwand des Gegners, dass mein Klient die Zuspitzung selbst verschuldet habe, indem er das der Beklagten gehörende Tier ein Hahn war es ja wohl. Ein Huhn. Ein Huhn. Also gut, ein Huhn. Das ändert nichts am Tatbestand. Jedenfalls war der Kläger durchaus im Recht, wenn er den Hahn verscheuchen wollte.
das ist doch nicht möglich. Doch, es stimmt. Ich war gerade beim Frühstück. Ja, haben Sie zu diesem Punkt noch etwas hinzuzufügen? Nein, nein, nichts. Absolut nichts. Ich wollte nur sagen... Weshalb starren Sie mich denn so an? Ich möchte die Parteien fragen, ob es nicht die Möglichkeit eines Vergleichs gibt. Sie haben den Betrag von 2000 Mark für Ihren Klienten gefordert. Was? 2000? Wahrhaftig, 2000 Mark. Das ist natürlich viel zu viel. Dann schlage ich vor, Fräulein Juliane Thomas zahlt 50 Mark Buße ans Rote Kreuz und die Parteien erklären sie für befriedigt. Dann erkläre ich hiermit die Verhandlung für geschlossen. Vielen Dank, Herr Rechtsanwalt. Bedanken Sie sich lieber bei meinem Kollegen Gött. Ich möchte nur wissen, was Sie plötzlich so menschenfreundlich gestimmt hat. Nehmen Sie doch schon endlich diesen blödsinnigen Verband ab. Auf Wiedersehen. Gestatten Sie, Dr. Gött. Darf ich Sie in meinem Wagen mitnehmen? Wir haben nämlich denselben Weg. Ich bin Ihr neuer Nachbar. Aber Sie wohnen doch noch gar nicht in Ihrem Haus. Nein, das nicht. Aber ich habe mich eben entschlossen, einzuziehen. Haben Sie sich nicht sehr über mein Benehmen vor Gericht gewundert? Nein. Warum? Ja, ich war doch reichlich komisch. Ich dachte, Sie sind so komisch. Nein, ich bin durchaus nicht komisch. Vielleicht wissen Sie das bloß nicht. Jedenfalls nicht vor Gericht. Sie haben mich völlig aus der Fassung gebracht. Ja, ich war einfach vollkommen erschlagen, als ich Sie sah. Warum? War ich auch komisch? Nein, nein, durchaus nicht. Aber Sie haben eine so verblüffende Ähnlichkeit mit jemandem. Kennen Sie etwa meine Schwester? Adrienne Dumont ist Ihre... Ja, Ihr Künstlername. Falls Sie mit ihr befreundet sein sollten, dann möchte ich Ihnen gleich erklären, dass ich mit den Freunden meiner Schwester nichts zu tun haben möchte. Ja, aber ich verstehe nicht, dass... Kennen Sie sie oder nicht? Nein. Das heißt, ja, natürlich, von der Bühne her. Das ist doch gar nicht zu vermeiden. Ach so, das ist etwas anderes. Dann dürfen Sie bleiben. Wie lange? Bis es Ihnen langweilig wird. Wissen Sie, dass das Folgen haben könnte? Darf ich Ihnen ein Frühstück bringen, mein Herr? Nein, danke. Ich warte, bis meine Frau kommt. Warum ist das Wasser nass? Wenn das Wasser einmal trocken wäre, was steht da die Feuerwehr? Warum ist das Wasser nass? Warum ist das Wasser nass? Weil der Regenschirm so zwecklos wäre und das Bad im Meer. Der Gastwirt braucht Wasser zum Leben, verlängert damit allerhand. Dasselbe tut leider daneben auch öfters mein Weinlieferant. Fragst du einmal nur zum Spaß, warum ist das Wasser nass? Sagt die Milchfrau dir aus gutem Grund, ich käm sonst ja auf den Hund. Darum ist das Wasser nass, darum ist das Wasser nass. Denn allein von seiner Feuchtigkeit leben alle Leute. Wasser braucht man früh und spät, hier und überall. Wo man geht und wo man steht, ist das wohl der Fall. Selbst wenn man der Wasser scheut, weil er Cognac trinkt, merkt er schon nach kurzer Zeit, wenn er heut auch singt. Warum ist das Wasser nass? Tja, warum ist das Wasser nass? Wenn das Wasser einmal trocken wäre, was steht da die Feuerwehr? Warum ist das Wasser nass? Warum ist das Wasser nass? Weil der Regenschirm verzweckt das Meer und das Bach im Meer. Der
der Gastwirt braucht Wasser zum Leben, verlängert damit allerhand. Dasselbe tut leider daneben. Na werden. Auch öfters mein Weinlieferant. Fragst du einmal nur zum Spaß, warum ist das Wasser nass? Sag die Frau mir aus gutem Grund, ich käm sonst hier auf den Hund. Darum ist das Wasser nass, darum ist das Wasser nass, denn allein von seiner Feuchtigkeit leben alle Leute. Noch nicht begriffen zu haben, dass ich ein schöpferischer Mensch bin. Das ist der kleine Unterschied zwischen uns beiden. Es kommt nicht darauf an, dass ich arbeite, weil der Flügel da steht, sondern dass der Flügel da steht, wenn ich arbeiten will. Und wann wirst du voraussichtlich den unwiderstehlichen Drang fühlen, zu arbeiten? Vielleicht morgen. Tobias, ich muss Neumann endlich klaren Bescheid geben. Ja, dann schreib ihm doch, dass du seine Operette spielst. Na und deine? Die machen wir nächstes Jahr. Na, es ist doch so egal, wann ich berühmt werde. Schon wieder ein Gewitter. Jetzt scheint es auch noch zu regnen. Siehst du, da kannst du doch sowieso nichts anfangen. Wie wär's, wenn du die Zeit ausnutzen würdest und arbeitest? Ach, arbeiten. Also immer arbeiten. Du, ich habe mal gelesen. Richtige Bergbauern legen sich, wenn sie nicht auf ihren Wiesen arbeiten können, einfach ins Bett. Da nutzt man sie am wenigsten ab. So, Nachmittag, 3 Uhr. Oh, fein. Weißt du was? Wir machen die Fensterläden zu und denken, es ist Nacht. Und wenn wir aufwachen, dann kochst du Kaffee und dann denken wir, es ist das Frühstück. Und nach dem Frühstück mache ich mich sofort an die Arbeit. Somit hole ich doch den heutigen Tag sofort wieder ein. Wirst du dich ärgern, wenn du merkst, dass es gar nicht wahr ist? Und wirst du dich ärgern, wenn du merkst, dass ich mich überhaupt nicht ärgere? Ach, du küss mich nicht immer hinters Ohr. Ich habe es nämlich wirklich satt, Tobias. Ich will, dass die Leute endlich wissen, dass wir verheiratet sind. Aber warum willst du das denn den Leuten antun? Wenn ich höre, wie man über dich redet, wie man sich über dein Privatleben den Kopf zerbricht, da könnte ich mich einfach totlachen. Mir ist aber gar nicht zum Lachen, wenn ich mit irgendwelchen Trotteln herumziehe. Ich möchte mit dir ausgehen, wenn ich ausgehe. Das wirst du, mein Liebling, sobald ich es mir leisten kann. Wenn du weiter so fleißig bist, wirst du es dir nie leisten können. Also bitte sei nicht so grob zu mir, ja? Ich bin ein Opfer unserer Liebe. Wieso? Wenn du nicht bei mir bist, weiß ich überhaupt nicht, warum ich arbeiten soll. Und wenn wir zusammen sind, dann wirkt deine Gegenwart lähmend auf meine Arbeitskraft, weil sie zu belebend auf mein Privatleben wirkt. Guten Morgen, mein Liebling. Ist es denn schon so spät? Ja, die Sonne ist aufgegangen. Du, weißt du das genau? Mhm. Vielleicht regnet's. Da könnten wir doch noch ein bisschen liegen bleiben. Wenn es auch wie immer regnet. Bei uns scheint immer die Sonne.
Sonne hast und noch an Liebe glaubst wie ich, dann ist das Glück bestimmt bei dir zu Gast. Es stört dich gar nicht so wie mich. Wenn es regnet und der Himmel grollt, wenn es regnet und der Donner rollt, wenn es regnet, lacht bei uns der Sonnenschein. Wenn es regnet, ob's mit Kübeln gießt, wenn es regnet, dass die Straße fließt, wenn es regnet, kann das schönste Wetter sein. Wenn es regnet, dass es stürmt und kracht, wenn es regnet, durch das Dach mitmacht, wenn es regnet, nehmen wir das nicht genau. Wenn es regnet, dass das Haus wegschwimmt, wenn es regnet und kein Ende nimmt, wenn es regnet, ist für uns der Himmel blau. Wir sind ohne Sorgen schon am Morgen in der Früh. Drum sind wir wie zu beneiden, denn uns beide stört das nicht. Wenn es regnet und der Himmel grollt, wenn es regnet und der Donner rollt, wenn es regnet, lacht bei uns der Sonnenschein. Wenn es regnet, ob's mit Krüben geht, wenn es regnet, dass die Straße fließt, wenn es regnet, kann das schönste Wetter scheint mir die Sonne zu stark. Aber bitte sehr. Danke. Was soll nun geschehen? Wir werden einen zauberhaften Brief an deinen Herrn Direktor schreiben, worin du dich bereit erklärst, die von ihm vorgeschlagene Operette zu spielen. Sonst wirst du nämlich vertragsbrüchig. Und Tobias bleibt dritter Kapellmeister. Fällt mir nicht ein, ich werde ihm keinen Brief schreiben. Bitte, bitte, wenn dir meine Ratschläge nicht passen, dann kann ich ja gehen und du suchst dir einen anderen Rechtsanwalt. Aber lieber Doktor, beruhigen Sie sich doch. Sie kennen sie ja. Trinken wir lieber einen Enzian. Mach doch keinen Unfug, Schmidt. Aber Adrien, du weißt doch ganz genau, in diesem Augenblick handelt es sich nur darum, Neumann zu beruhigen. Sollte Herr Schramm mit seinen unsterblichen Werken früh genug fertig werden, dann nimmst du die Partitur unter den Arm und sagst zu Neumann, hier, das will ich spielen. Wetten, dass du denn rumkriegst? Übrigens, wie weit sind Sie eigentlich? Ich komme so langsam immer ein bisschen weiter. Ja. Ton für Ton, wie gewöhnlich. Schmidt, wann musst du wieder weg? Ja, eigentlich wollte ich bis morgen Mittag. Vielleicht kann ich bei euch übernachten, aber nur wenn es euch nicht passt, kann ich ja sofort wieder gehen. Beruhigen Sie sich doch, Herr Schmidt. Prost. Du kannst mit mir kommen, Schmidt, in meinem Wagen. Morgen? Heute. Ja, willst du denn auch runter? Ja. Wann? Sofort. Das ist mir ja ganz neu.
Was ist denn überhaupt los mit dir? Ich reise ab. Na, warum? Weshalb denn? Wieso denn? Was ist denn passiert? Jetzt ist Schluss mit dem Privatleben. Jetzt wird endlich gearbeitet. Ja, deshalb brauchst du doch nicht abzureisen. Wenn du dich richtig langweilst, wirst du schon arbeiten. Das ist meine letzte Hoffnung. Aber du kannst mich doch nicht einfach allein lassen. Hast du Angst? Wo willst du denn überhaupt hin? Nach Zürich. Ich soll da schon lange im Sender singen. Jetzt hätte ich doch beinahe vergessen, dir eine interessante Neuigkeit mitzuteilen. Weißt du, wer sich verheiratet hat? Nein. Der Gött. Also stell dir das mal vor, der Gött hat geheiratet. So was, der Gött hat geheiratet? Wer ist der Gött? Ja, Moment mal, du wirst dich doch wohl an den Gött erinnern. Hm. Er hat doch bei dir noch übernachtet. Die letzte Nacht, bevor ihr in die Ferien gefahren seid. Ach, der! Komisch, er schreibt gar nicht, wen er geheiratet hat. Hm. Du, ich habe ihm gratuliert, weißt du was? Ich schreibe ihm auch einen Gruß drunter, da hat er sicher eine Riesenfreude. Nachher. Also, mein Liebling, sei fleißig. Du lässt mich wirklich allein? Meine Gegenwart soll dich nicht länger lähmen. Komm, Schmidt. Ja, also, Herr Schramm. Alles Gute. Hat mich sehr gefreut. Ja, mich auch. Adrienne! Adrienne! Wann sehen wir uns denn wieder? Zu Hause mit der fertigen Operette. Oder nie? Ach. Ja, wie sehen Sie denn aus, Herr Knorr? Haben Sie Hochzeit? Nein, Herr Doktor, es handelt sich für mich immer noch um Ihre Hochzeit. Also, Herr Knorr, das haben Sie wunderbar gemacht. Ich erlaube mir, die Herrschaften beim Einzug in das eheliche Heim zu beglückwünschen. Möge der tiefblaue Himmel und die wolkenlos strahlende Sonne, die Ihren Einzug begleiten, als Symbol dafür dienen... Ja, möge es so sein, Herr Knorr, aber wir haben jetzt Hunger. Ja, ich auch. Bitte? Bitte um Verzeihung. Es ist alles vorbereitet. Das ist sehr aufmerksam von Ihnen, Herr Knorr. Och, na, das ist aber lieb von dir. So ein großes Ei zur Begrüßung. Schau, ist sie nicht süß? Ja, ist sie nicht süß? Ja, sowas Süßes. Also, Herr Knorr, das haben Sie entzückend gemacht. Sie sind ja nicht nur Gärtner. Nein, für Herrn Doktor bin ich ein Mädchen für alles. Was ist denn das für Post? Ich habe mir erlaubt, Ihr Büro anzuweisen, Ihre Privatpost hierher zu schicken. Mhm. Soweit ich aus den Postkarten ersehen konnte, handelt es sich nur um Glückwünsche. Schrecklich. Und das muss man alles beantworten? Ich habe mir auch erlaubt, den Zaun zwischen den Grundstücken abreißen zu lassen. Ich denke, dass ich es so gut gemacht habe. Auch Frau Bebermann meinte, dass ich es so gut gemacht habe. Ja, ich meine es auch. Ja, ich meine es auch. Ja, ich meine es auch. Wer ist Schmidt? Schmidt aus München? Mhm. Er ist ein Kollege, mit dem ich einmal zusammengearbeitet habe. Zeig mal her. Warte, da steht noch etwas auf dem Himmel. Dem Sonntagsjäger ein herzliches Weidmannsheil. Adrienne Dumour. Ach, das ist aber komisch. Sehr komisch, ja? Tatsächlich Adrienne Dumour. Das ist wirklich nett. Das ist nett von deiner Schwester. Sie versucht mit dir wieder in Verbindung zu treten. Du sagtest doch, dass du Adrienne gar nicht kennst. Ja, natürlich nicht. Natürlich nicht. Das heißt, warte mal. Lass mich einmal nachdenken, wie war denn das nur... Ja, jetzt erinnere ich mich. Wir waren zusammen im Theater. Wer wir? Nur der Schmidt und ich, und dann nachher sind wir ausgegangen. Wer wir? Ja, der Schmidt und ich und der Schmidt. Hm. Und? Und dann nachher, dann kam Adrienne dazu. Also doch, Gott, du hast mich beschwindelt. Ja, aber es ist deine Schuld. Ach, jetzt ist es noch meine Schuld. Braucht ihr bloß Ihren Namen zu nennen, da wurdest du geradezu hysterisch. Was, wurde ich hysterisch? Jawohl, hysterisch. Ich hatte das Gefühl, wenn ich zugebe, dass ich sie kenne, dann habe ich dich zum letzten Mal gesehen. Also, ich verstehe sehr gut. Du hast dich in sie verliebt. Aber, Liebling, glaube mir doch, Nein, dir glaube ich gar nichts mehr. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Was ist denn? Wo willst du denn hin? Nach Hause, zu mir. Komm, Fridolin. Es ist gut, dass ich den Zaun beseitigt habe. So hat es die gnädige Frau ja viel bequemer. Ja, ich glaube, das haben Sie gut gemacht. Ich glaube, das habe ich sehr gut gemacht. Ich glaube, das habe ich sehr schlecht gemacht. Die Ehe ist ein saurer Apfel. Ich habe es auch dreimal versucht.
Ich will wissen, was los ist. Nun frag doch deinen Mann. Ach, Gott liegt. Aber Adrienne wird mir die Wahrheit sagen. Ich fahre heute Abend noch zu ihr. Ruf mal an, wann ein Zug nach München geht. Juliane, ich bitte dich, sei doch... Kommen Sie, Gott. Juliane braucht sie. Komm nur, Amanda weiß alles. Übrigens wollte ich dir etwas sagen. Ich muss heute Abend verreisen. Verreisen? Warum? Ja, eine Freundin hat mir geschrieben, sie möchte gerne eine Büste von ihrem Baby haben. Was, eine Büste von einem kleinen, verschrumpelten Baby, das sich noch jede Minute verändert? Also, so ein Blödsinn. Es kostet ja nicht unser Geld, Amanda. Ich muss dir auch eine Mitteilung machen. Ich wurde gerade von meinem Büro verständigt, dass ich auch verreisen muss. Nach München? Wie kommst du auf München? Nach Stuttgart. Und wohin fährst du? Nach Köln. Ah, ja, also dann gute Reise. Also dann glückliche Reise. Entschuldigen Sie bitte. Ja, selbstverständlich. Ja, die gnädige Frau ruft Sie sofort an. Ach, Frau Pfeffermann. Nein, ist das ein Pech. Die gnädige Frau ist leider nicht in München. Ach, die gnädige Frau ist auch mitgekommen. Die gnädige Frau ist nicht die gnädige Frau. Die gnädige Frau ist die Schwester von der gnädigen Frau. Ah, die Schwester von der gnädigen Frau? Aber diese Ähnlichkeit, grüß Gott, gnädige Frau. Oh, das Telefon, den ganzen Tag das Telefon. Entschuldigen Sie mich bitte einen Augenblick, ja? Jetzt ist sie nicht zu Hause. Was machen wir nun? Wir bleiben. Mal muss sie ja kommen. Mal muss sie kommen, ja. Bei Frau Dumont? Nein, Herr Worringer, gar nichts. Ich habe nichts gehört. Oh, bitte glauben Sie mir doch, sie ist nicht hier. Ja, natürlich, Herr Worringer, ich habe alle Ihre Anrufe notiert. Frau Dumont wird Sie sofort anrufen. Jawohl. So geht es nur den ganzen Tag. Ich bin schon ganz nervös. Ich komme zu nichts mehr. Sehen Sie, die ganze Wohnung ist noch in Unordnung. Wenn die gnädige Frau mir wenigstens mitgeteilt hätte, wann sie aus Zürich zurückkommt, damit ich den Leuten Auskunft geben kann. Das Theater hat schon 3-mal angerufen. Der Rundfunk 4-mal. Der Herr Rechtsanwalt 5-mal. Ich bin schon ganz nervös. Oh, entschuldigen Sie. Hübsch hat sie sich die Wohnung eingerichtet. Schon wieder das Telefon. Bei Frau Dumont? Nein, die gnädige Frau ist nicht da. Die gnädige Frau ist verreist. Kann ich etwas ausrichten? Ja, ich notiere. Ja? Rechtsanwalt? Doktor? Wie bitte? Gött. Ja, ich verstehe. Aus Hamburg. Ja, ich werde ausrichten. Hallo, lieber Dr. Gött. Das ist ein guter Bekannter von mir, Marie. Ich erledige das Gespräch. Ja, das freut mich. Nein, so eine Überraschung. Offiziell bin ich noch nicht zurück, aber für Sie, Sie sind natürlich eine Ausnahme. Zunächst einmal möchte ich dich bitten, mich nicht zu siezen. Und zweitens muss ich dich dringend sprechen. Ja, natürlich. Selbstverständlich habe ich Zeit für Sie, für dich. Ist das Mädchen den ganzen Tag im Haus? Das weiß ich nicht. Früher war es jedenfalls nicht so. Vielleicht können wir zusammen essen. Gut. Hol mich ab. Jetzt geht's los. Nun, was sagen Sie jetzt? Adrienne ist hier. Ich sage gar nichts. Ich bin beleidigt. Sie weiß ganz genau, wie dringend wir hier alle auf Sie warten und sie spielt die Diva, die sich verleugnen lässt. Ja, wenn Sie sie anrufen. Auf Wiedersehen, Kollege. Wieso Sie sie? Ach, ich. Sie, sie. Vorbinder? Herr Direktor? Herr, wie bitte ist heute? Der 13. Herr Direktor. Woran sollten Sie mich erinnern? An die Runde.
Rundfunkreportage, Herr Direktor. Warum haben Sie mich nicht erinnert? Weil die Reportage nicht stattfinden kann. Und warum nicht? Weil die Dümo in Zürich ist. So, das ist ganz interessant. Frau Dümo ist in Zürich. Was wissen Sie, was das bedeutet? Ich weiß es, Herr Direktor. Vor 6 Wochen lässt sich die Reportage nicht wieder arrangieren. In 6 Wochen pfeife ich drauf. In 6 Wochen ist meine neue Premiere raus. Was nützt mir dann die Reportage? Gar nichts, Herr Direktor. Frau Hinger. Weiß schon. Bitte verbinden Sie mich mit Rechtsanwalt Dr. Schmidt. Die Dümo muss zu der Rundfunkreportage da sein. Sie hat's im Vertrag. Hat's eigentlich im Vertrag? Sie hat's im Vertrag. Jawohl, Herr Dr. Schmidt. Sie hat's im Vertrag. Sie hat's im Vertrag. Moment mal, Moment mal. Was hat sie im Vertrag? Die Rundfunkreportage heute am 13. Geben Sie ein Blitzgespräch durch an die Dame, dass sie da ist heute Abend. Wie sie das macht, ist mir egal. Aber lieber Neumann, was regen Sie sich denn so auf? Adrienne ist ja hier. Wo hier? Vorringer! Schön. Sie ist ja hier! Wo? In München! Hallo? Herr Doktor, Frau Dümo aus Zürich. Woher? Aus Zürich? Hallo Schmidt? Ich spreche Blitz. Jede Minute zwingt mich, eine Stunde meines Lebens länger zu arbeiten. Also pass auf. Neumann erwartet mich zu einer Rundfunkreportage. Ich kann aber nicht kommen. Ich muss heute Abend noch im Sender singen. Verstehst du? Bitte mach das in Ordnung. Du wirst es schon schaffen. Ja, wenn Sie so genau wissen, ich weiß es nicht genau. Augenblicklich ist Frau Dümo jedenfalls nicht hier. So, wo ist sie denn augenblicklich? Sie ist ausgegangen. Na also, nur haben Sie wenigstens zugegeben, dass sie hier ist. Das ist die Hauptsache. Vorringer! Neumann. Mein lieber Nana, meine Information vorhin war falsch. Frau Dümo ist gar nicht in München. Sie ist in Zürich. Zu spät, Schmidt, viel zu spät. Vor 5 Minuten hätte ich noch geglaubt. Ach, hat sie angerufen, aus Zürich. Das ist ja großartig. Was die Technik heute alles leistet, da kann jemand in München sein und gleichzeitig aus Zürich anrufen. Geben Sie sich keine Mühe, Schmidt. Ich weiß, wo die Dümo ist. Vorringer! Weiß schon, Herr Direktor. Astoria. Das ist wirklich gespenstisch. Wenn ich dich so ansehe, glaube ich, meine Frau sitzt mit mir am Tisch. Also wenn ich nicht so genau wüsste, dass du Adrienne bist, ich würde dir glauben, wenn du plötzlich sagtest, du seist Juliane. Hab keine Angst, ich sag's nicht. Natürlich. Weiß übrigens Juliane, dass wir hier zusammensitzen? Nein, um Gottes Willen, das darf sie natürlich nie erfahren. Das ist auch der Grund, weshalb ich dich um unser heutiges Zusammensein gebeten habe. Adrienne, du musst mir einen Freundschaftsdienst erweisen. Ja, was denn? Juliane darf nie erfahren... Dass wir uns kennen? Doch, doch, das musste ich ja leider gestehen, dank der ulkigen Glückwünsche auf deiner Postkarte. Aber dass ich die Nacht bei dir verbracht habe, das darf sie nie erfahren. Also es wäre geradezu eine Katastrophe. Was du hast? Ja, natürlich habe ich ihr das nicht gesagt. Du hast ja keine Ahnung, wie eifersüchtig sie auf dich ist. Also, du hilfst mir ein bisschen schwindeln, ja? Das wird dir ja nicht schwerfallen. Auf Wiederschauen, die Herrschaften. Guten Abend. Guten Abend, Herr Worringer. Guten Abend, Herr Worringer. Guten Abend. Wie viele Plätze? Nein, ich bleibe nicht. Sagen Sie mal. Ist die Dümo da? Ja, gleich hier vorne. Hab ich gewusst. Guten Abend. Guten Abend. Also du versprichst mir, dass Juliane nie etwas davon erfahren wird. Komm, lass uns eine Tasse Kaffee bei mir zu Hause trinken. Oder hast du Angst? Angst? Bitte leg ab. Ich mach uns jetzt den Mokka.
willst du eigentlich hier mit ihm? Das weißt du doch. Unsere Ehe brechen. Juliane, das geht doch nicht. Er weiß doch gar nicht, dass du mit ihm verheiratet bist. Ich meine, er weiß doch gar nicht, dass du nicht mit ihm verheiratet bist. Ich bin völlig mit Nerven runter. Und überhaupt, ist er denn damit einverstanden? Noch nicht, aber ich werde es schon schaffen. Juliane, muss es denn sein? Amanda, es muss sein. Hilf du mir. Auf die Amanda, jetzt geht's wirklich los. Moment! Lange gedauert, aber ich musste alles alleine machen. Das Mädchen schläft nicht hier. Ich weiß, wir sind allein. Hier bei mir ist auch Platz. Bitte? Du willst mich also durchaus auf die Probe stellen. Weißt du auch, wie unfair du bist? Wieso unfair? Weil du erwartest, dass ich dich jetzt in meine Arme nehme und küsse. Du wirst doch nicht glauben, dass ich mir das gefallen lasse. Doch, doch. Du bist sogar fest entschlossen, es dir gefallen zu lassen. Also jetzt pass einmal genau auf, was ich dir sage. Sollte ich dich wirklich einmal küssen, so musst du dir darüber im Klaren sein, dass ich gar nicht dich meine, sondern Juliane. Wirklich? Wirklich. Und da ich es gar nicht nötig habe, Adrienne zu küssen, wenn ich Juliane küssen möchte, und Adrienne bestimmt Möglichkeiten genug hat, sich küssen zu lassen, wenn sie es gerne will, dann darf ich mich jetzt wohl verabschieden. Ich glaube, es klingelt. Es hat sogar bestimmt geklingelt. Soll ich aufmachen? Ich denke, es ist besser, ich gehe selbst. Wissen Sie auch bestimmt, dass Frau Dumont zu Hause ist? Ich habe sie seit dem Astoria nicht mehr aus den Augen gelassen. Dann klingeln Sie noch einmal. Reporter Solms vom Rundfunk. Adrienne, Liebling, wie geht es dir? Nun sag selbst, was bin ich für ein Direktor? Herr Solms, bereiten Sie alles vor. Bitte, meine Herren. Bin ich nicht nett? Reizend. Und was wollen Sie hier? Was wollen Sie hier ist großartig. Also das ist großartig. Hast du denn wirklich alles vergessen? Das schadet nichts. Neumann denkt an alles. Wir machen doch heute die Rundfunkreportage. Worringer? Ja, weiß schon, Herr Direktor. Komm, komm, mein Herz. Es wird kurz und schmerzlos sein. Oh, ein Tete-a-Tete beim Tee. In Flagranti sozusagen. Ja, willst du mich nicht vorstellen? Ja, natürlich. Das ist Dr. Goethe aus Hamburg und das ist Herr vom Rundfunk. Das ist sehr gut. Herr vom Rundfunk ist ausgezeichnet. Ja. Diesmal stimmt es sogar ein bisschen. Ja. Aber eigentlich heiße ich Neumann und ich bin Direktor. Herr Direktor Neumann, sagte ich doch eben. Ja, du kleiner Kobold, du. Worringer, Weiß schon, wir sind hier unerwünscht. Geben Sie mir den Klavierauszug, ja? Na, rasch, rasch. Ich werde Ihnen zeigen, was wir nehmen. Das sind aber merkwürdige Leute. Wieso kommen denn die so plötzlich hier herein? Das passiert öfters. Mitunter kommen die einfach hier bei mir an und anscheinend wollen sie irgendeine Aufnahme machen. Merkwürdig. Wirf sie doch einfach raus. Ach, das kann ich doch nicht. Ich kann es mir doch mit dem Rundfunk nicht verderben. Was? Aber du wolltest doch gehen. Lass dich nicht aufhalten. Für dich ist die Sache sicher sehr langweilig. Nein, nein, im Gegenteil. Ich habe so etwas noch nie gesehen. So. Also, Adrienne, ich denke, wir nehmen dein Lied aus dem Finale. Ist dir doch recht, nicht wahr? Na ja, und dann musst du natürlich noch ein paar Worte ins Mikrofon sagen. Aber sowas kannst du ja aus dem FF. Ja, ja, das kann ich aus dem FF. Na, dann werde ich mich ein wenig für das Interview zurechtmachen. Also, da haben Sie es wieder. Diese Frauen. Nun frage ich Sie, was hat man sich für ein Rundfunkinterview zurechtzumachen? Kein Mensch sieht Sie. Man kann sich doch nicht die Stimme pudern. Amanda! Die Katastrophe naht. Was wollen denn diese vielen fremden Männer hier? Die sind vom Rundfunk, die wollen mit Adrienne eine Aufnahme machen und ich muss doch die Komödie wegen Gött weiterspielen. Amanda? Ja? Ich werde gleich singen. Was wirst du? Singen. Singen? Mhm. Du kannst ja nicht mal Hänschen klein singen. Hier starten Sie, gnädige Frau, Ingenieur Gorke vom Funk. Vom Funk? Sehr erfreut. Ja, Kollege Schmidt. Danke. Sagen Sie mal, was ist denn eigentlich hier los? Adrienne gibt ein Rundfunkinterview. Wie kommen Sie denn hierher? Ich
Och, ich möchte mir gern mal Ihre Adrienne aus der Nähe ansehen. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass ein Mensch hier in München ist und gleichzeitig mit mir aus Zürich telefoniert. Wieso? Wann haben Sie mit Adrienne telefoniert? Heute. Aber das ist doch nicht möglich. Moment mal, Moment mal. Also, Frau Dümo wird dann hier stehen, das ist Ihnen doch recht, Herr Solms, ja? In Ordnung. Oh, Adrienne, Liebling, da bist du ja. Wir sind soweit, es kann losgehen. Du, ich habe dich noch nie im Funk gehört. Ich bin sehr gespannt, wie deine Stimme kommt. Ich auch. Ja. Herr Solms, wir müssen anfangen. Holen Sie doch bitte Frau Dümo. Guten Tag. Guten Tag, Nilfrau. Mein Name ist Schmidt. Dümo, freut mich sehr, Herr Schmidt. Gehe, Frau, darf ich Sie bitten? Entschuldigen Sie mich, meine Herren. Schmidt? Ja? Woher, sagen Sie, kam das Telefongespräch? Nach der Meinung des Postamtes aus Zürich. Hm. Dann kann sie ja gar nicht hier sein. Nein, das kann sie auch gar nicht. Sagen Sie mal, wo ist eigentlich Ihre Frau? In Köln. Moment mal. Dann müssen es Drillinge sein. Frau Dümo, wollen wir erst singen? Oder wollen wir erst eine kleine Reportage machen? Na, wie ist dir lieber, Liebling? Ganz, wie Sie wollen. Ganz, wie Sie wollen. Und dann schlage ich vor, wir singen erst, dann haben Sie die Sache hinter sich. Eben, dann habe ich es hinter mir. Eben, dann hast du es hinter dir. Na ja, dann hat sie es hinter sich. Los, Petersdorf, spielen Sie einmal für das Mikrofon das Lied. Ja? Geht das Theater schon los? Nee, das ist bloß Probe gehen. Hier sind Sie, bevor dieses Licht nicht brennt. Ihr fängt es nicht an. Aha. Nehmen Sie ein Stückchen Kuchen. Oh, danke sehr. Danke. Sagen Sie mal, kennen Sie sich mit dem ganzen Zeugs da immer aus? Ja, das sieht viel schwerer aus, als es ist. Gibt es da nicht manchmal einen Kurzschluss? Nee, das ist nahezu ausgeschlossen. Warum? Naja, also wenn man einen Kurzschluss machen will, dann müsste schon mit unserem Apparat an Ihre Lichtleitung kommen. Ach, an die Lichtleitung. Ja. So, nehmen Sie doch noch ein Stückchen. Ich hab nur noch... Dann nehmen Sie ein zweites. Danke. Guten Appetit. Danke. So. Hallo, in Ordnung, wir können anfangen. So, also alles in Ordnung, jetzt können wir anfangen. Petersdorf, etwas mehr Tempo, mehr bitte, Tempo. Ja? Habe ich recht, Adrienne? Wie Sie wollen, ganz wie Sie wollen. Ganz wie wir wollen, ist sie nicht reizend? Oh, mein Engel. Ach bitte, meine Herrschaften, setzen Sie sich, ja, machen Sie es gemütlich, damit wir keine Nebengeräusche haben. Bitte, Herr Solms. Ruhe. Achtung, Aufnahme. Ton abfahren. Ton läuft. Liebe Hörer, wir befinden uns heute in der Wohnung von Adrienne Dümo. Sie wird uns jetzt aus ihrer letzten Operette noch einmal das Lied singen, mit dem sie uns alle bezaubert hat. Ausschluss, wir unterbrechen. Gnädige Frau, wir wiederholen es gleich noch. Adrienne, was hast du denn? Ich bitte dich, was ist denn um Gottes Willen? Was? Aber ich bitte dich, mach doch keinen Ult. Wir müssen doch fertig werden. Adrienne, ich fange an zu weinen. Worringer. Weiß schon, Herr Direktor. Soll ich die Situation aufklären, damit die Arme erlöst wird? Unterstehen Sie sich. Aber Sie wissen Ihrer Frau doch... Moment mal, Moment mal. Meine Frau ist in Köln und modelliert ein Baby. Worringer! Jawohl, Herr Rektor, bitteschön. So, bitte, mein Liebling, trink, es wird dir gut tun. Nein, danke. Bravo, deine Stimme ist wieder da. Meine Herrschaften, ich bitte um Ruhe. Herr Solms, wir können beginnen. Achtung, Aufnahme. Ton abfahren. Ton läuft. Liebe Hörer, wir befinden uns in der Wohnung von Adrienne Dümo. Und sie wird uns noch einmal aus ihrer letzten Operette das Lied singen, mit dem sie uns alle bezaubert hat. Worringer! Weiß schon. Nur keine Aufregung, meine Herrschaften. Das ist nur ein Kurzschluss. Er wird sofort behoben. So was Dämliches habe ich mein Lebtag noch nicht gesehen.
Jetzt haben wir doch einen Kurzschluss. Müller, wo ist der Zähler? Hier an der Tür, Herr Gorke. Sicherung auswechseln. Ja, wie lange dauert denn das noch? Ah, hallihallo, alla, das Licht ist wieder da. Dann los, los, los mit frischem Mut ans Werk. Adrienne, mein Liebling, wo bist du denn? Doch komm doch hervor. Boringer. Weiß schon, Herr Direktor. Licht auf! Adrienne, Liebling, komm, wir sind soweit. Lass dir auf, mein Herz, und singe. Herzchen! Lasst mich in Ruhe, ich hab genug. Was wollt ihr denn von mir? Wir wollen dein Stimmchen hören, dein süßes Stimmchen. Ich will aber nicht singen, ich kann gar nicht singen. Um Gott, will schrei nicht so, sonst wirst du wieder heiser. Mein lieber Direktor, ich kann wirklich nicht. Der Schreck eben, der hat mir noch den Rest gegeben. Schon als Kind hatte ich eine furchtbare Angst vor Elektrizität. Und nun schießt er hier direkt neben mir los. Boringer! Weiß schon. Also, Adrien, mein Liebling, ich hab's. Wir wollen dich auch gar nicht weiter quälen. Einverstanden? Ja. Du möchtest uns doch bald wieder loswerden, nicht wahr? Ja. Gut, wir gehen sofort. Aber vorher tust du uns noch einen kleinen Gefallen, ja? Ja, was denn? Du sagst nur ein paar Worte ins Mikrofon. Aber wirklich nur sagen, nicht singen? Natürlich nur sagen. Du darfst gar nicht singen. Und dann geht ihr alle? Ja, dann gehen wir alle sofort. Herr Solms, bitte. Ruhe, bitte! Achtung, Aufnahme. Ton abfahren. Ton läuft! Liebe Hörer, wir befinden uns heute in der Wohnung von Adrienne Dumont. Wir sitzen bequem in zwei gemütlichen Sesseln beim Tee. Im offenen Kamin knistert lustig das Holz. Rechts von mir, Adrienne Dumont mit ihrem weltbekannten Lächeln. Links von ihr, ich, mit meinem indiskreten Mikrofon. Gnädige Frau, haben Sie sich während des Sommers gut von den Strapazen des letzten Winters erholt? Meine ganze Erholung ist schon wieder hin. Ich fühle mich schlechter als vorher. Das kann man verstehen. Frau Dumont befindet sich nämlich mitten in der Vorbereitung ihres nächsten Auftretens. Gnädige Frau, können Sie uns sagen, was Sie in diesem Augenblick fühlen? Angst. Nanu, das müssen Sie uns erklären. Wovor fürchten Sie sich denn? Ich fürchte, dass ich mir zu viel zugemutet haben könnte. Ein weiterer Beweis dafür, dass Sie Ihre Arbeit sehr ernst nehmen. Und nun wird Adrienne Dumont aus ihrer letzten Operette uns noch einmal das Lied singen, mit dem sie uns alle bezaubert hat. Aus! Birkner, wir können abbauen. Nee, Frau, tausend Dank. Adrienne, du warst großartig. Hier ist ein ganzer Stoßplatten von der Dumont. Bitte, Herr Direktor, suchen Sie sich eine aus. Unsinn, einpacken, einfach alles einpacken. Der Rundfunk soll sich aussuchen, was er haben will. Mensch, passen Sie doch auf! Was? Wieso denn? Ist eine kaputt? Na ja, natürlich mehrere. Na eben. Die Frau, nochmals vielen Dank. Wiedersehen, Adrien. Du bist mein Bestes. Guten Abend, Herr Frau. Und vergessen Sie nicht, ich heiße Schmidt. Ja, mein Lieber, das ist das Leben einer Künstlerin. Danke. Ich werde das in die Küche bringen. Lassen wir, das macht das Mädchen. Bitte, wie du willst. Warum schließt du denn ab? Weil ich mich genau erinnere, dass du nicht gerne bei offenen Türen schläfst. Ach, so war das. Was? Es war mir entfallen. Jetzt entsinne ich mich erst wieder, wie es damals... Was meinst du? Na ja, wie es damals dazu kam. Du hast aber wirklich ein sehr schlechtes Gedächtnis, Adrienne. Was willst du denn? Dich küssen? Das kannst du doch nicht. Oh ja, das kann ich. Ich will aber nicht. Doch, du willst. Nein, ich will nicht. Denk an Juliane! Das tue ich ja. Gnädige Frau, können Sie uns sagen, was Sie in diesem Augenblick fühlen? Angst. Nanu, das müssen Sie uns erklären. Wovor fürchten Sie sich denn? Ich fürchte, dass ich mir zu viel zugemutet haben könnte.
Und nun wird Adrienne Dumont uns aus ihrer letzten Operette noch einmal das Lied singen, mit dem sie uns alle bezaubert hat. Ein kleines Haus im Grünen, vom Sonnenglanz beschienen. Was ist denn das? Kennen Sie das? Nein, Herr Direktor. Vorringer! Weiß schon, Herr Direktor. Ja? Herr Direktor Neumann möchte gern wissen, von wem das Lied ist, das Sie jetzt gerade senden. Ja, es muss auf der Platte stehen. Ja, von wem ist das? Ah, danke schön. Privatplatte, ohne Aufdruck. Besorgen Sie sofort die Schallplatte. Der Mann ist großartig. Der Mann schreibt meine nächste Operette. Und ich habe gedacht, du wärst glücklich. Ja, glücklich? Als Adrienne bin ich glücklich, aber als Juliane bin ich todunglücklich. Na, dann spiel doch noch eine Weile die Rolle der Adrienne. Weißt du, wie ich die schöne Galatte gespielt aber habe? Aber Amanda, er hat mich betrogen. Nein. Doch, in Gedanken zumindest hat er mich betrogen. Ach, in Gedanken. Ja. Was tut man nicht alles in Gedanken? Die Absicht hat er auch gehabt. Ein kluger Mann hat einmal gesagt, es kommt nicht darauf an, was wir wollen, sondern was wir erreichen. Ach, Amanda, jetzt ist alles noch viel unklarer. Liebt er nun mich oder liebt er Adrienne? Dich, mein Kind, auf jeden Fall dich. Ja, aber eine Frau, die man liebt, betrügt man doch nicht. Aber er hat dich doch gar nicht betrogen. Schreck. Er kommt zurück. Ja, wo soll ich denn hin? Versteck dich, Amanda. Ja, wo soll ich denn hin? Quatsch, den sie von sich gegeben hat. Ich bin blamiert, soweit die deutsche Zunge reicht. Was fühlen Sie in diesem Augenblick, gnädige Frau? Angst. Na, hör mal. Moment mal. An deiner Stelle wäre ich halb so groß. Du solltest froh sein, dass sie dich gerettet hat. Wieso? Nicht, also wenn sie sich nicht so toll benommen hätte, dann hättest du doch jetzt den schönsten Prozess von Neumann am Hals. Also sehr lieb zu deiner Schwester, sie verdient es. Gut. Und vergiss nicht, Neumann darf niemals etwas davon erfahren. Selbstverständlich. Ja. Morgen. Hier sind die Dymo-Platten. Ich habe sie aus dem Funk geholt. Auf! Sie sich doch! Machen Sie denn! Wo ist denn die Platte mit dem weißen Etikett? Die muss dazwischen sein. Moment. So. Na. Was
Gehen Sie her! Wer war denn das? Meine Tante. Adrienne! Liebling! Amanda, du bist auch hier? Ja, davon hatte ich ja gar keine Ahnung. Das hättest du mir doch sagen müssen, dass deine Tante zu Besuch gekommen ist. Wann denn? Ich habe dich ja gerade erst gesehen. Ach so, ja, richtig. Ja, ja. Du hast geschlafen wie ein Bär. Bitte, tu mir einen Gefallen und zieh dich jetzt an. Und wo ist Juliane? Sie schläft. Bitte stör sie nicht. Sie war gestern Abend so furchtbar müde. Darauf kann ich keine Rücksicht nehmen. Adrienne, ich bitte dich, stör sie nicht. Los! Tobias, was soll das? Ah, da kommt ja schon wieder jemand. Ein Tag ist das heute. Tobias! Tobias! Oh, ein Tobias! Tobias! Tobias, wo hast du geschlafen? Ja, wo werde ich denn geschlafen haben? Im Bett natürlich. In welchem Bett? In welchem Bett, in welchem Bett? In welchem Bett wohl? Wieso bist du denn überhaupt schon angezogen? Du hast doch vorhin noch im Bett gelegen. Das war gar nicht ich. Bei dir piept's wohl. Ich kriege den Namen von dem Mann raus. Verlassen Sie sich drauf. Ja. Was Neumann sich in den Kopf gesetzt hat, das erreicht er auch. Boringer, weiß schon, Herr Direktor. Nanu? Nein, nein, das glaube ich dir nicht. Wenn ich neben einer fremden Frau im Bett gelegen hätte, da hätte ich doch nicht so ruhig geschlafen. Was willst du damit sagen? Na, das hätte ich doch gemerkt. Tobias, du überschätzt dich. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, von Köln auf einmal hierher zu fahren? Ich weiß nicht, ich war plötzlich so unruhig. Aha. Ja, ja, der sechste Sinn, sechste Sinn. Ist das Baby wenigstens fertig? Was für ein Baby? Na, du wolltest doch ein Baby modellieren. Ach so, ja, ja, hm? Nein, nein, noch nicht ganz. Ja, ja, dein Misstrauen war ja wirklich völlig berechtigt. Ich habe dich ja tatsächlich betrogen. Ach Gott, Götz, das ist doch nicht so schlimm. Doch, das ist furchtbar. Ja, natürlich ist es furchtbar, aber... Kein Aber. Zwischen uns gibt es leider keine Möglichkeit mehr. Hören Sie sich das einmal ab. Ich hab's ja gehört. Das ist ein Genie, mein Lieber, ein Genie. Ein kleines Haus. Mein Lied? Das ist doch mein Lied. Wer spielt denn da mein Lied? Geben Sie sofort meine Platte her. Was erlauben Sie sich? Diese Platte dürfen Sie nicht einmal anfassen. Das ist Musik, mein lieber Musik. Morgen früh 10 Uhr, erste Probe.
von der Operette Das eifersüchtige Mädchen. Und hinein das Haus. Wagner! Meinst schon lange, Herr Direktor? Seit 2 Jahren verheiratet. Oh, Moment! Wie viele Männer betrügen ihre Frauen? Ja, das ist etwas ganz anderes. Bei denen sind auch die eigenen Frauen nicht dabei. Ja, wie meinst du das? Dass du deine Sache großartig gemacht hast. Du Schuft, du hast das gemerkt? Na, natürlich. Wirklich? Ja, wirklich. Sofort. Bestimmt.